So, da sind wir wieder. Und ich habe noch einen Mod reingemacht, und zwar den keine Enddatumszeiten-Mod. Ich hoffe, ich nehme das Ganze jetzt... Ja, müsste ich eigentlich. So. Wir hatten beim letzten Mal hier diese Strecke nach Werne und Schmölln. Schmölln eröffnet. Und die macht mittlerweile auch Geld. Das ist ganz gut. Denn wir haben hier immer noch unsere Highspeed-Dampflok drin. Und wie gesagt, der Mod No Costs. Dadurch sind die hier alle auch nochmal wieder erschienen. Finde ich ganz gut, dass wir die noch drin haben. Dadurch haben wir nämlich später eine größere Auswahl an Fahrzeugen. Und wir können die hier im Prinzip wieder weglöschen. Denn ich will unbedingt, was ich machen will. Ich muss diese Häuser wegmachen. So. Gut. Dann kommt das hier bitte weg. Das. Gut. Und hier nochmal so mitten ein Gleis hin. Ja. Komm schon. Ich wollte schon sagen, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Was kommt da denn? Ach, die Silberlinge Steuerwagen. So. Was wir hier jetzt auf jeden Fall noch brauchen, ist eine Straßenanbindung. Gut. So. Gut. Und jetzt hier eine Landstraße. So. 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 Gut, das hätten wir. ...822.000 haben wir mittlerweile. 857.000 bringt alleine der andere Zug ein. Das ist, ja, würde ich sagen, ganz gut. Jetzt komm schon. So. Und jetzt bitte hier eine... Kurve und jetzt hier noch mal so ein Gleis hin.
So. Könnte man hier eigentlich so eine... Das will ich jetzt mal kurz ausprobieren. Ging es eigentlich hier eine Unterführung zu bauen? Einmal so. Komm schon. 67.000 brauchen wir nur. Gut. Erweitern. So, schon haben wir die. Den Tunnel auf die andere Seite. Gut, komm, jetzt brauchen das Haus muss noch verschwinden. Aber weil das wahrscheinlich noch etwas länger dauert. Machen wir die Strecke jetzt hier erstmal fertig. Auf dem linken Gleis. Okay, das ist blöd. Aber daran änderst du nichts, machst du nichts dran, ne? So. nochmal. Komm schon. Zugdepot. So, das hätten wir. 194.000 für durch den Tunnel. Dafür nochmal 103.000. So, jetzt für den Tunnel. 306.000. Dann ist da nochmal ein Tunnel. Und dann sind wir schon fast in Schmölln. Gut. Oh yeah. Was kommt denn jetzt alles? Oh, der TE. Den habe ich mir auch ins Spiel hinein gemoddet. Ich würde sagen, den lassen wir doch dann gleich sogar einfach nach Schmölln fahren.
So. Gut, 159.000. Dreizehn. Und jetzt geht's hier lang weiter. So, hier einen Bahnübergang hin. Bau zuerst eine Umfahrung. Gut, die beiden Häuser weg. So. Oh yeah. Gut, was kommt jetzt? V90 Blue. Ja, kann man mal machen, glaube ich. Hundertzweiundzwanzigtausend. So, jetzt gucken wir, ob die Strecke schon vollständig ist. Naja, so gut wie, ne? So, jetzt brauchen wir nur noch das hier abzureißen. Komm schon. Was kostet denn eigentlich der TEE? 3,58 Millionen. Ja, ne? Ich würde doch fast sagen, die Stadt wird sich hier noch weiterhin entwickeln. Gut, da hätten wir die Stadt da auch noch mal ein bisschen erweitert. 1,13 Millionen, 1,67 Millionen. Gut, das reicht.
Damit habt ihr mich. Jetzt probieren wir es aus. Kriege ich hier 5 Gleise über die Straße? Ich hoffe schon. Nicht genügend Platz. Gebäude müssen zuerst entfernt werden. So, jetzt probieren wir es nochmal. Kriege ich jetzt hier? Moment. Noch einmal weg. Kriege ich jetzt so viele Gleise hier durch? Oh, 10 Millionen sind schon voll. Ja. Komm schon. Bevor hier gleich wieder Gebäude kommen. Puh. Gut, 70,1000 ginge. Gut, da geht's nicht. Ganz, 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 ganz knapp nur. So. Kollision mit dem Gleis. Jetzt wäre halt die Frage, warum, ne? Gucken wir mal, kann ich jetzt noch einen 5,58 Millionen. Tausend müsste ich doch jetzt. Das kann jetzt nicht sein. Wie will er denn da jetzt ein Haus errichten? Komm schon.
Minus 410.000, warum? Er wollte mit sau vielen Bäumen eins errichten. Aber das kann er gar nicht. Das stand mitten auf den Gleisen. Nicht genügend Platz. Und jetzt? Und was ist, wenn ich sage, okay? Mein Gott. 5,62. So. Gut, dann machen wir es halt so. Dann halt ohne Straße hier. So, das hätten wir. Dann wäre das auch endlich geklärt. So. Aber jetzt hätten wir wieder das Problem. Doch, durch den Tunnel. Yes! Haben wir uns doch nochmal gerettet. Stopp. Fortlaufen lassen. Dreiundvierzigtausend. So. Gut, jetzt hätten wir die Stadt an zwei Stellen wieder angebunden. Das muss ja wohl reichen. Anders kommen wir hier halt einfach nicht rüber. So. Jetzt kann man hier aber auf jeden Fall mal Züge kaufen.
3,58 Millionen brauchen wir. Wie sollen wir das zusammenbekommen? Vierhundertzweitausend. Gut. Was wir jetzt mal machen, wir zahlen jetzt mal all das gesamte Geld zurück. Oh yeah. Offener Güterwagen ist gekommen. Gut. 723.000 macht diese Nebenstrecke. Sie soll ja noch erweitert werden. Solingen ist hier. Bebra. Nach Dasso könnten wir auch schon, aber ich will noch nicht bis dahin erweitern. Ja, 739.000 können wir bestimmt auch nochmal zurückzahlen. Komm schon. Das Schöne ist, hier hinten ist viel mehr Industrie als hier drüben. Aber man will doch schon gucken, ob man hier eine Brücke drüber kriegt. Und ja, man würde. So, dieses Objekt hier steht in der Landschaft. 1,22 Millionen, die zahlen wir auch nochmal zurück. So. Damit wir den TEE zusammenkriegen, aber ich kenne schon den Folgenscreenshot der heutigen Folge. Schade, das hat nicht mehr so ganz geklappt. Aber was wir ja schon mal machen können, eine Linie verwalten. Von hier bis nach Schneeberg. Ja, und in Schneeberg, da wohnt ja der gute Spielbär. Kleiner Scherz am Rande. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt gebracht habe.
Kann ich hier drüben eine Weiche einbauen? Ja, kann ich sogar. Tatsache. Weil dann muss der nämlich direkt hier aus dem Tunnel raus stehen bleiben. Dass die Weiche da jetzt noch hinpasst, ist ein absoluter Glückstreffer. Und dass sie auch hier an dieser... Oh. Ja. Das war jetzt kein so ein, nicht so ein großer Glückstreffer. So. Ja, damit hätten wir das doch auch eingerichtet. 600.000 zurückzahlen. 7 Millionen Schulden haben wir jetzt nur noch. Das heißt, wir brauchen nur noch einmal 500.000, dann haben wir den TEE. Naja, 600.000. Oder wollen wir... Nee, wir nehmen den TEE. Und die kommt dann irgendwann später. Auf einer anderen Strecke. So, komm schon. Gut, das Geld haben wir zusammen. Ganz, ganz, alles Geld leihen, alles Geld leihen. So, Züge kaufen. Den TEE Standard hätten wir gerne. Gut. Und Linie zuweisen. Linie 4. Und damit ich einen Folgen-Screenshot für die nächste Folge habe, war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Train Fever. Bis dahin und bye bye.